Hallo, willkommen. Unser Passat macht mal wieder Schwierigkeiten. Zurzeit ist es relativ kühl draußen, aber wir haben trotzdem keine Heizung. Die Klimatronik steht auf High. Die Motorentemperatur kommt allmählich, aber das Auto bleibt eiskalt. So, hier kommt überhaupt nichts an Luft. Der Motor wird normal warm, also wir haben 90 bis 100 Grad Motortemperatur und die Schläuche zur und von der Heizung sind auch heiß. Das heißt, das Problem liegt an der Klimatronik selbst. Die Klimatronik hat einen Fehlerspeicher und diesen werden wir zuerst auslesen. So, um die Klimatronik auszulesen, gehen wir auf Zündung, drücken für 3 Sekunden Plus und Off gleichzeitig. Und wir haben den Fehlercode 4124. Die steht für ein Problem mit dem Lüftermotor. Mit Plus kann man den nächsten Fehlercode auslesen. Länger als 3 Sekunden tippen, nun ist alles gelöscht. Der Fehlercode mit dem Gebläse ist seltsam, weil das Gebläse läuft eigentlich. Nur manchmal taucht dieser Fehlercode auf und manchmal taucht der Fehlercode auch nicht auf. Offensichtlich handelt es sich um einen sporadischen Fehler. Vielleicht könnte es ein Wackelkontakt im Relais sein. Wir schauen mal nach dem Relais. Des sporadischen Fehlers am Lüftermotor schauen wir uns mal das Relais an. Hierzu muss die Klappe entriegelt werden und dann kann sie entnommen werden. Hier ist der Relaiskasten. Der Sicherungskasten ist hier. Das Relais für die Klimaanlage sitzt hier oben links. So, das ist das Relais für die Klimaanlage, Nummer 106. Oft kommt es vor, dass innen drin die Relaiskontakte vergammeln. Hier sind zwei Zungen am Gehäuse, unter jede ein Schraubenzieher. Man kann das Relais nach oben entnehmen. Man betrachtet das Relais gründlich und untersucht es auf kalte Lötstellen. Diese erkennt man an einer kleinen schwarzen Risslinie, die rund um die Lötstelle läuft. Nun hat man die Wahl, entweder kauft man ein neues Relais oder man lötet das Relais nach. Reinigen die Relaiskontakte mit einer Kontaktfeile. Ein bisschen Kontaktspray in den Kontakten kann auch nicht schaden. So, nun können wir das Relais wieder einsetzen. Das Relais wieder richtig einsetzen und gut ist. Unten einhaken, oben Nippel durch und gut ist. So, wir probieren es mal. Nach einem kurzen Test ist der Fehlerspeicher nun leer. Hoffen wir mal, dass es so bleibt. So, ich hoffe, dass das Problem mit dem Lüftermotor nun erledigt ist. Das Relais hatte Haarrisse, die haben wir nun durch Nachlöten behoben. Jetzt müssen wir mal schauen, ob in ein paar Tagen wieder die Fehlermeldung im Speicher auftaucht. Tschüss, vergiss nicht, unseren nächsten Film anzuschauen.